So, wir machen weiter. Hier hinter der Taverne. Wir wollen ja den Schatz finden. Wir haben zwar so einige Quests. Das mit den Elfen machen wir dann später. Das mit den Vermissten haben wir im Prinzip schon gemacht. Aber wir wollen ja den Schatz jetzt noch finden von diesem Gero, dem toten Ehemann Wirt von der Wirtin. Eine Wache in Bedrängnis, weiß ich nicht, warum wir das bekommen haben, warum wir das haben. Ardos Heilung ist eine längere Quest und Bruder Emmeran dann anscheinend auch. Ich habe gerade noch mal etwas gesteigert. Und habe ein bisschen Adlerauge Luxenohr gezaubert auf unsere Leute, denn Fyris hat ja diesen Zauber. Und da sehen wir den Schatz sogar auf der Landkarte. Ja, gut, wenn wir jetzt kämpfen, bekämen wir wahrscheinlich noch Punkte. Man weiß ja auch nicht so richtig, was dann da ist, ne? Ob da oben noch irgendwas zu finden ist. Ah, komm. Machen wir einfach mal. Okay, wo sind die denn? Ah, okay. Ja. So, einmal bitte Falkenauge. Falkenauge und dann gezielter Schuss auf diesen Ha! Grauwolf. Und du schießt ebenfalls auf den Grauwolf. Ja. Was? Während du, Kuano, Sternwurf machst Ja. und du machst einen dicken Wuchschlag. Angriff! So. Dann machen wir nochmal einen gezielten Schuss auf diesen Achtung! Grauwolf hier. Na? Ja. Wuchtschlag und Komm ja, schon! gezielter Stich auf den. Du schießt auf den. So, kriegen wir keinen EP dafür. Oder AP besser gesagt, wir sind ja bei DSA. Anscheinend nicht. Ei. Armer Dachs. Ja, gut. Ja. Hilfreiche Tatze. Ja. Ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, weil ich möchte jetzt nicht unseren Hauptcharakter hier zumüllen. Ja. Aber wir können ja auch noch Tierkunde machen. Ich habe bei unserem Hauptcharakter hier die ganzen Sachen wie Tierkunde und Na. so auch noch etwas gesteigert. Ich habe jetzt Tierkunde, Pflanzenkunde. Ja. Achso, sehen braucht Was? sie eher, ne? Hm? Tierkunde, Pflanzenkunde und, na, was war das jetzt noch? Wildnisleben, genau. Habe ich bei ihm auf 10. Bei Fyris ein bisschen Zauber noch gesteigert. Oh, da ist doch sogar noch was. Alter Zollturm. Schnellreisepunkt östlicher Wald. Aha. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass hier einfach nichts ist. Aber das freut mich ja sehr.
dass wir dann da doch nochmal hier was bekommen. Aber was... Was ist denn da jetzt noch? Kann man jetzt ja gar nicht rein, ne? Das ist... Nö. Ei? Adlerauge! 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 Armer Trutz! Ja gut, ich müsste eigentlich mal gucken, wer am besten in Sinnesschärfe ist, damit wir nur auf den einen zaubern brauchen. 15-15 für den Hauptcharakter. Was? Sie selber 11-13. Ne. Er hat nur eine 6, 10-15 und was? Er hat nur eine 2, 10-12. Okay. Das ist auch cool, dass das noch hiermit angezeigt wird extra. Ja, okay, das ist einfach, wenn der Hauptcharakter dann dabei ist. Ne? Der hat jetzt auch wesentlich mehr Alchemiepunkte. Die ganzen Handwerkssachen habe ich bei den Leuten auch so ein bisschen gesteigert. Kampfsachen konnte ich gar nicht so richtig steigern, weil das alles schon recht am Limit war, was die Stufe angeht. Das ist ja bei DSA 4.1 eigentlich nicht unbedingt so. Da hängen die Limits, oder auch bei DSA 5, da hängen die Limits ja von gewissen Eigenschaften ab. Okay, kann natürlich sein, dass es hier irgendwie dann doch auch so ist, ne? Aber ich habe das Gefühl, es hängt eher an den Stufen. Kleines Tor. Aha. Diese Wölfe waren natürlich jetzt kein wirkliches Hindernis, ne? Aber gut, so ein lockerer Kampf zwischendurch muss ja auch mal sein. Ja, dieses Dunkle, ne? Das ist wirklich echt ambientig. Was ist denn das hier noch alles? Da hinten kann man auch noch lang. Oh. Alte Anlegestelle. Das sieht jetzt hier ziemlich dunkel aus. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass hier jetzt irgendwie noch speziell Gegner sind, die uns das Leben erschweren. Schauen wir mal. Aber ich glaube, mit Tierkunde oder so müsste man eigentlich... Mal schauen. Naja, gut, Tierkunde ausweiten, ne? Nee, das ist eher, das ist dann eher Sinnesschärfe, ne? Hinterhalt. Tierkunde ist dann wirklich nur, wie man es sich vorstellt, wenn man da eben gerade die Tiere ausweitet. Aber ich muss mich echt immer wieder umstellen, wenn ich gerade Teso gespielt habe, dass ich jetzt hier eben so eine andere Art des Herumklickens habe, der Kameraperspektive. Aha, aha. Hohler Baumstumpf. Och. Ja. Das ist doch nett. Hm. Okay, wir hatten 5 Dukaten für diesen blöden Schlüssel gezahlt, aber wir bekommen 15 Dukaten, 6 Silber und 1 Heller. Das hat sich schon mal gelohnt. Ja. Und Ballenstoff bekommen wir hier auch noch. Okay, das soll sie mal nehmen. Edelsteine für Handwerk. Ich glaube, das ist für ihn ganz gut. Ja. Und jetzt merke ich gerade, dass hier in der Nähe irgendwie Bäume gefällt werden.
Das ist hier vielleicht sogar zu hören. Ich muss einmal ganz kurz hier ein paar Fensterklappen schließen, damit das hier vielleicht weniger schlimm ist. Bin sofort wieder da. So. Okay. Ja, dann gucken wir uns noch mal diesen anderen Teil des Waldes an. Und dann wollen wir dann hier auch mal langsam weg, ne? So, na kommt schon. Also ich finde es natürlich toll, dass es bei Drakensang 2 diese Schnellreisepunkte gibt, im Gegensatz zum ersten Teil. Aber irgendwie... Ich meine, dann muss ich da halt erst wieder hin, damit ich wieder schnell reisen kann. Und ich habe da oben aber schon nichts mehr zu tun. Und da die Helden ja auch nicht so schnell laufen... Okay, bringt uns gerade nichts, weil wir wollen ja hier hinten noch mal ein bisschen rumlaufen. Na gut, du darfst noch mal Pflanzenkunde machen. Hier jetzt noch irgendwas? Wildschwein, okay. Oh. Ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich Bock auf irgendwelche Kämpfe. Ich habe immer das Gefühl, hier ist noch irgendwas Cooles. Ei. Heikenauge. Sanyasa. Was? Was? Ja! Oh, wir haben gar nicht unser extra Vieh. Na? Oh, doch, Abenteuerpunkte. Okay. So. Ja? Armer Trutz! Hilfreiche Tatze! Adlerauge! Wer war jetzt nochmal in Heilen am besten? Sie, ne? So, du heilst bitte einmal. Ach, sie hat die Sachen gar nicht. Ah. Okay. Sie hat in Heilkunde Wunden 11, 12, 13. Und er hat 15, im Moment 8 und 12. Okay. Dann müssen wir einmal noch mal kurz die Sachen weiterreichen. Würselkraut. Würselkraut. Ja, komm, einen Bären kriegst du jetzt auch nochmal. Das ganze Pflanzenzeug. Das hier reiche ich mal an unseren Schmied weiter. Ja. Und du kriegst jetzt gewisse Dinge einfach mal hier rein. So. Achso, Moment, die Verbände. Ei. So. Die Verbände machen der Heilkunde plus 1, das Würselkraut auch. Okay.
Ei? Hä? Okay, wir können das nicht auf ihn anwenden. Okay. Ja? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Kann er das denn auf sich selber? Okay, er macht es auf sich selber. Hat geklappt, aber das kann ja nicht sein. Das muss ja auch irgendwie ja? auf andere gehen. Ja gut, gucken wir vielleicht später nochmal. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt gerade noch einen Schnellreisepunkt freigeschaltet. So. Dann erkunden wir nochmal hier hinten diese Ecke. Glaub jetzt eher nicht, dass da was ist. Scheint nicht so. Auf jeden Fall ganz cool, dass hier noch mehr Schnellreisepunkte zu finden sind. Wer weiß, vielleicht müssen wir ja irgendwie doch nochmal dahin zurück. Okay, hier ist sogar noch so eine Landbrücke. Was ist das hier? Ich kann mich hier überhaupt nicht mehr dran erinnern. Okay, da kann man noch weiter. Krass. Wildschweine. Ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich Lust auf Kämpfe. Braunbär. Steinkreis. Okay. Dieser Ort wurde sicher von Zauberkundigen geschaffen. Ich kann die Magie spüren, die von ihm ausgeht. Bleiben wir besser nicht zu lange hier. Kann man hier irgendwas machen? Nee, aber das sieht für mich so aus, als wenn das irgendwie so ein Ort ist, an den man dann später einfach nochmal kommt. Okay. Ja, hier hinten ist noch so eine Ecke. Da sind ja Wölfe. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man jetzt nicht extra noch hin, da wird wahrscheinlich nichts sein. Okay, dann machen wir uns mal an dem Schnellreisepunkt wieder auf zurück. Ich kann das immer noch kaum glauben. Ja, bei Travia, was für ein Kampf. Ich sage euch, der große Blonde hat sie alle drei niedergestreckt. Mit einem Schlag. Habt ihr euch entschieden, wo wir nach Heilung für Herrn Ardo suchen sollen? Na, was habt ihr vor? Mund bewegt sich nicht, okay. Macht die Talaria bereit zur Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. Ah. Naja, wir werden jetzt ja, glaube ich, nicht einfach in diesen Tempel da gehen oder so, ne? Ich glaube, das ist jetzt alles nicht so wild. Also erstmal wegen der Heilung zu Emmeran. Okay, dann kann ich ja nochmal einen Schluck trinken. Ach, jetzt laufen wir wieder alleine rum. Ja, bitte. Wie schätzt du die Situation ein? Vielleicht sollte ich mich ein wenig zurücknehmen. Nicht, dass Vorgrimm mich in Stücke haut.
ohne Ardo hinter uns. Vielleicht ist es ja doch meine Schuld, dass es so weit gekommen ist. Jedenfalls mache ich mir Vorwürfe. Kann ich dir sonst noch helfen? Oh, wir haben noch gar nicht mit ihm geredet, ne? Plaudern wir doch ein bisschen. Das tue ich mit Vorliebe. Worüber möchtest du reden? Lass uns über dich reden. Ah, über mich spreche ich besonders gerne. Wie war es, in Havena aufzuwachsen? Nun, als ein von Benardin standen mir natürlich sämtliche Türen offen. Ich sollte meinem Vater in seiner Position nachfolgen. Eine große Verantwortung. Nun denn, es gibt ja auch noch andere Themen, ne? Unser Begleiter. Über wen willst du etwas wissen? Was denkst du nun über Ardo? Wäre er nicht gewesen, dann hätte ich längst den Kopf verloren. Bitte denke nicht, dass ich etwas persönlich gegen ihn hatte, als ich ihn bestehlen wollte. Es war rein geschäftlich. Willst du weiter über die anderen reden? Nochmal zuvor, Grimm. Muss er nicht irgendwann einsehen, welche Möglichkeiten man sich mit einem Kampf nimmt? Nun, ich vermute, er ist nur so wütend, weil er in Sorge um seinen Freund ist. Willst du weiter über die anderen reden? Wie ist deine Meinung über Fyres? Ich sage dir, auf Fyres ist Verlass. Und glaub mir, ich kenne mich mit Frauen aus. Willst du weiter über die anderen reden? Ich möchte das Thema wechseln. Und was ist das neue Thema? Kann ich dich mal was fragen? Aber sicher doch. Der Name des listigen Fex fällt bei dir häufiger. Wenn das eine Frage ist, so ist es eine listige Fangfrage. Sehr Fex-gefällig. Nun, warum auch nicht? Fex ist der Gott all jener, die das Glück und die Wahrheit suchen. Und das tun wir doch alle. Liegen dir noch mehr Fragen auf der Zunge? Warum sucht ihr nochmal die Piraten? Wir sind auf der Spur von Mora. Nachdem sie Ardo etwas gestohlen hat, wissen wir nur, dass sie bei einem Piratenüberfall auf dem großen Fluss verschollen ist. Die Frau macht einfach nur Ärger. Liegen dir noch mehr Fragen auf der Zunge? Du kennst Mora also? Oh ja. Die Frau wollte mir in Havena das Wasser abgraben. Alle hat sie bezirzt mit ihrer roten Lockenpracht und ihren funkelnden Augen. Aber mich kann sie nicht um den Finger wickeln. Liegen dir noch mehr Fragen auf der Zunge? Ich möchte das Thema ansehen. Und was ist das neue Thema? Ja, wir haben genug geredet. Kann ich dir sonst noch helfen? Leite mich doch, Kuano. Okay, reden wir mal mit Vorgrim. Was ist? Wie schätzt du die Situation ein? Wir müssen Ardo wieder gesund bekommen. Wie, das ist mir egal. Hauptsache, mein Freund kann wieder einen Humpen halten. War sonst noch was? Lass uns etwas plaudern. Klar doch. Aber über was denn? Erzähl mir doch mal etwas über dich. Ich bin Vorgrim, Sohn des Ferolax. Früher habe ich bei meiner Sippe die Tunnel von allen möglichen Getier und anderen gesäubert. Dann kam ich zu Ardo. Und jetzt passe ich auf Ardo auf. Und ich behalte den Schleicher im Auge. Tja. Noch was? Ich will mit dir über unsere Begleiter reden. Was gibt's da zu reden? Ardo bedeutet dir viel, nicht wahr? Natürlich. Ardo ist mein bester Freund. Wenn wir das nicht wieder hinbekommen mit ihm, dann... Mit wem soll ich denn dann mein Helles trinken und Geschichten erleben? Willst du weiter über unsere Begleiter reden? Wieder einmal über Kuano? Ach, ohne ihn und diese Mora wären wir doch gar nicht in diesem Schlamassel. Dann würde ich jetzt fröhlich mit Ardo ein Helles schlürfen. Naja, wenigstens hilft er mit. Willst du weiter über unsere Begleiter reden? Deine Meinung zu Fyres? Also, zu der habe ich eigentlich keine große Meinung. Ich bin zu sehr mit dem Schleicher beschäftigt. Willst du weiter über unsere Begleiter reden? Nein, lass du das. Gut. Sonst noch was? Erklär mir etwas. Wenn ich kann.
Wie kam es dazu, dass du als Zwerg unter Menschen lebst? Na, eines Tages habe ich in einer Mission für die Goldschürfer den Berg verlassen. Da hat mir das helle Ferdocker so gut geschmeckt, dass ich daran meine Reisekasse verloren habe. Und als Ardo mir Arbeit bot, sind wir Freunde geworden. Sonst noch Erklärungsbedarf bei dir? Warum sucht ihr nochmal nach den Piraten? Weil sie etwas haben, das uns gehört. Oder eher haben sie eine Frau namens Mora, die etwas hat, das Ardo gehört. Ja, wir denken jedenfalls, dass es so ist. Sonst noch Erklärungsbedarf bei dir? Was weißt du über diese Mora, die ihr sucht? Außer, dass sie eine gemeine Diebin ist. Was gibt's da noch zu wissen? Willst du weiter über unsere Begleiter reden? Nein, lass mir gut. Sonst noch was? Ach, lass gut sein. War sonst noch was? Kommst du mit, Frau Grimm? Wie kann ich dir helfen? Was ist deine Meinung zu Lara? Gewiss werden die Elfen eine Möglichkeit finden, um Ardos Leiden zu heilen. Er ist ein guter Mann und wir sollten seine Mission unterstützen, was auch immer diese genau ist. Wie kann ich dir sonst helfen? Lass uns ein wenig reden, ja? Über was möchtest du denn reden? Ich habe eine Frage zu unseren Reisen. Zu wem denn? Was hältst du von Ardo? Ardo ist ein feiner Kerl. Er ist sehr natürlich, das mag ich an ihm. Doch ich spüre auch, dass eine schwere Sorge ihn belastet. Hoffen wir, dass wir rechtzeitig davon erfahren, um ihm helfen zu können. Möchtest du noch über jemand anderen reden? Wie kommst du mit Vorgrin zurecht? Ehrlich gesagt, es fällt mir nicht immer leicht. Er ist einfach zu hitzköpfig. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Eben ein richtiger Zwerg. Möchtest du noch über jemand anderen reden? Was ist mit Kuano? Er scheint Spaß daran zu haben, was er tut. Ganz im Sinne dieses Gottes, den er so verehrt. Ich finde auch gut an ihm, dass er konsequent brutale Gewalt ablehnt und versucht, andere Wege zu gehen. Auch wenn das teilweise recht anstrengend ist. Lediglich diese ewigen Zankereien mit Vorgrim, die stören mich dann schon etwas. Möchtest du noch über jemand anderen reden? Lass uns über etwas anderes reden. Etwas. Wie kann anderes. Ich dir sonst helfen? Komm bitte mit mir. Gut. Mal gucken, Kapitän. Mir kriecht eine Kälte in die Knochen, die nicht vom Wetter kommt. Es ist, als ob etwas Dunkles tief unter uns im Wasser liegt. Entschuldigt, ich wollte euch nicht mit meinen Sorgen belasten. Doch wenn man seine Tage mit den Launen des Flusses verbringt, dann lernt man gewisse Zeichen zu achten. Was kann ich für euch tun? Im Moment nichts. Bloß runter von dieser Schaukelveranstaltung. Garosho Emeran wird schon wissen, was zu tun ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Hilfe können wir eher von den Elfen erwarten. Natürlich erstmal den Geodenbruder hier fragen, ne? Seid erneut gegrüßt. Euer Blick ist von Sorge erfüllt. Was ist geschehen? Na, die Kamera kommt so von oben, aber aus unserer Perspektive sind wir gar nicht so viel größer. Ihr hattet recht mit dem, was ihr über die Zollfeste sagtet, Gesandter. Ja, die Zeichen waren leider nur allzu deutlich. Doch berichtet mir, was passiert ist. Die Zöllner paktierten mit den Piraten. Sie versuchten uns zu töten. Unser Anführer Ardo wurde in einem Hinterhalt angegriffen und vergiftet. Seitdem ist er in diesem reglosen Zustand. Oh, großer Flussvater, welch Unheil! Gedeiht an den Ufern. Schnell, lasst mich seine Wunden sehen. Es tut mir leid. Die Erdkraft, die uns die Urmutter verleiht, ist wahrlich groß. Doch dieses Gift beruht auf der Drachenmacht, der Zauberei der Menschen und Elfen. Ihr müsst bei ihnen Heilung suchen. Drachenmacht? Okay, krass. Der Zollkommandant erwähnte, dass die Piraten planen, ein Elfendorf zu überfallen. Vielleicht kann man Ardo dort helfen. Die Elfen sind wahrlich mächtige Heilkundige.
Ich weiß, wo sich ihr Dorf befindet. Sie baten mich, es geheim zu halten. Doch in dieser Lage mögen sie mir vergeben. Ich zeige es euch auf eurer Karte. Habt Dank für eure Hilfe. Wir müssen nun schnell weiter. Ja, beeilt euch und rettet euren Freund und die Elfen. Möge der Segen des Flussvaters mit euch sein. Bedauerlich. Doch immerhin wissen wir nun, wo wir die Elfen finden können. Und das bedeutet womöglich auch Rettung für Herrn Arden. Da habe ich noch immer meine Zweifel. Aber besser das versuchen als nichts. Los, versteht ihr hier rum wie die Ziegen auf der Weide. Ihr erinnert euch sicher, werter Herr, dass nicht ihr die Entscheidungen auf diesem Schiff zu treffen habt. So, Elfen in Gefahr. Wir wissen jetzt, wo sie sind. Suche die Elfen auf. Aber ich will schon noch nach Nadoret, um diese merkwürdige Quest mit der Wache hier zu machen. Ich überhaupt nicht weiß, wo die herkommt. Und ich will mich natürlich mit dem ganzen Gold, das wir mittlerweile haben, 55,79 Gold, möchte ich mich natürlich auch ausrüsten. Na, wahrscheinlich kann er das hier alles benutzen. Tja, das heißt, es geht erstmal nach Nadoret. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Doch wie es mit Göttergesandten nun einmal ist, sie haben stets etwas an sich, das einem nicht ganz geheuer ist, nicht wahr? Ja, sein Mund spielt nicht so ganz gut. Ach, entschuldigt, ich rede zu viel. Was kann ich für euch tun? Ach, die Talaria, bereit zur Abfahrt. Wo soll es hingehen? Zeigt es mir auf der Karte. So, wir können jetzt hier zum Elfenwald fahren. Aber es geht erstmal nach Nadoret. Und dann schaue ich erstmal, was die Sache da mit dieser Wache ist. Das kann ich ja nochmal machen, wenn es nicht zu lang dauert. Na, die Stadt muss ein bisschen länger geladen werden. Oh, Entschuldigung. Habt ihr wohl einen Heller für den alten Griese? Natürlich. Hier eine weitere Nachricht von Kerling für euch. So edle Gewänder und doch so geizig. Nur einen Heller wollte ich doch. Und ich störe euch auch nicht weiter. Ja, wahrscheinlich wird er eh bezahlt von Gerling, ne? Da ist die Nachtwache, okay. Oh! Oh, ich erinnere mich an irgendwas. Aber erstmal haben wir die Depesche von... Ja, Moment mal. War das die alte? Hier. Okay, das ist die alte Nachricht. Geschätzte Mitstreiter, habt Dank, dass ihr Lucia zu mir geschickt habt. Nachdem sie mir von dem Vorfall auf Thurstein berichtete, habe ich dafür gesorgt, dass der Graf persönlich davon erfährt. Er hat einen neuen Kommandanten aus guter Ferdocker Familie eingesetzt, der ein ziemlich harter Knochen ist, Angward von Hasingen. Ich werde mich wegen der Recherche nach K. länger in Ferdock aufhalten müssen als zunächst angenommen. Es ist, als hätte jemand seine Spuren verwischt oder als hätte er nie welche hinterlassen. Dass selbst die KGIA
also die kaiserlich-garetische Informationsagentur, der Geheimdienst des Mittelreiches, nichts Genaueres über einen ihrer ehemaligen Mitarbeiter weiß, scheint mir doch ungewöhnlich. Möglich, dass ich in der Feste Koschgau mehr erfahren kann. Ich hoffe, ihr könnt in der Zwischenzeit herausfinden, was der Mann mit den Piraten und Schmugglern zu schaffen hat. Fex grüßt euch, G. Werfen wir mal weg. Okay. Ja, bitte? Ah, jetzt muss man die wieder alle einzeln einsammeln hier. Was ist? Wie kann ich dir helfen? Was? Hilfreiche Tatze! Armer Trutz! Ei? Adlerauge! Mal gucken, ob er noch was oh, sagt. Oh, wollt ihr mir doch noch einen Heller geben? Ich habe erstmal keine weiteren Nachrichten von Gerd. Mhm. Ja, Sinneschärfe, vielleicht entdeckt man doch noch mal irgendwas hier, ne? Nochmal wird der Wachtmeister dir das nicht verzeihen. Das weiß ich selbst. Es ist nur, immer werde ich zur Nachtwache. Ich schaffe es einfach nicht, die ganze Nacht die Augen. Woher haben wir denn die Quest, sag mal? Und ich fand es auch komisch, Lucia, das war doch diese mit dem Verlobten, ne, mit dem Ring, wo der Verlobte da irgendwie als Skelett nur noch beim Krakenmeuch ist aber doch was passiert. Zu sehen war. Aber die haben wir doch jetzt nicht zu Gerling geschickt. Bin ich aber gespannt. War das jetzt gerade irgendwie so ein kleiner Fehler im Spiel? Verlassen und dich am Hofe des Kaisers als Attaché für Schlafangelegenheiten verdingen? Die ist doch mit diesem Castellani da los. Nein, nein, der Plan ist viel einfacher. Einfacher? Das musst du mir erklären. Was hast du dann vor? Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Nochmal wird der Wachtmeister dir das nicht verzeihen. Das weiß ich selbst. Es ist nur, immer werde ich zur Nachtwache eingeteilt. Moment mal, du da. Du siehst mir wie ein aufgewecktes Bürschchen aus. Du bist genau der Richtige, um einem armen Kerl wie mir aus der Klemme zu helfen. So sieht also dein genialer Plan aus. Na, ich gehe mal lieber auf meinen Posten, bevor ich auch noch Ärger bekomme. Da soll er nur verschwinden. Auf seine Helme kann ich gut verzichten. Was aber ist mit dir? Kann ich wenigstens auf dich zählen? Auf mich? Ich weiß ja noch nicht mal, worum es geht. Nun, seit den Ereignissen am Hafen möchte der Wachtmeister hier nachts immer einen Posten Wache stehen haben. Das ist eine furchtbar langweilige Aufgabe. Und ah, Menschenkenntnis Quano. Und jedes Mal schlägst du ein, egal wie sehr du dagegen ankämpfst? Ja. Aber so einfach ist das nicht. Der Wachtmeister möchte nämlich immer früh morgens meinen Bericht haben. Wärst du bereit, mich morgen früh zu wecken, damit ich rechtzeitig für meinen Bericht beim Kommandanten ankomme? Okay. Von mir aus, ich tu's. Auch wenn ich nicht weiß, was du dann berichten willst. Es soll dein Schaden nicht sein. Hier, nimm dieses Geld für dein Versprechen, mich morgen früh rechtzeitig zu wecken. Du hast mein Ehrenwort. Hab Dank. Ihr könnt in dem Haus hinter mir am Kai die Nacht verbringen und zur rechten Zeit nach mir schauen. Okay. Okay, also da... Also ganz ehrlich, an die Quest erinnere ich mich nicht noch, mich noch nicht mal. Das Licht da oben... Ich mach mir solche Sorgen, Egon. Dieser schreckliche Strudel am Himmel, das bedeutet nichts Gutes. Keine Angst, Alrike. Das ist bloß wieder eine harmlose Spinnerei vom alten Bruckbart. Es wird schon nichts passieren. Und wenn schon, ich habe trotzdem Angst. Das brauchst du nicht. Ich habe gehört, die Büttel sind schon beim Turm und klären die Angelegenheit mit dem zauseligen Magikus. Komm, lass uns Tante Utrud besuchen. Das bringt dich sicher auf andere Gedanken. Vielleicht hast du recht, Egon. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Na, sagt sie was? Der alte Kommandant der Zollfeste ist tot. Das muss ich gleich meiner Nachbarin erzählen. Nee,
aber die Legenden schwappen doch bis an unsere Küste. Noch nie von Fogwulf und seinen Fahrten gehört? Einmal rund um Aventurien auf seinem Schiff, das hat er geschafft. Und dabei ist er nicht über seinen Seemannsgang gestolpert? Mal ehrlich. Der ist kein Schiffsjunge, sondern der König der Meere. In Thorwall glauben die Leute an Hanga, eine teuflische Seeschlange. Für die ist unser Zweimaster ein Nachtisch. Und Fogwulf ist sogar diesem Biest begegnet. Dann schippert er jetzt wohl in ihrem Magen herum. Nee, er schippert ins Güldenland. Und da wird er auch ankommen. Nur einer wie er kommt da an. Bald hast du die Überschrift im Boten. Und dann kriegst du deine Luke nicht mehr zu. So einer wie du würde sogar nach diesem Beorn suchen. Ein Gefolgsmann von ihm soll hier im Kosch gelandet sein. Mit Schätzen im Schiffsbauch, dass du beim Funkeln der Mützen erblindest. Tja, genauso eine Legende wie dein Fogwulf. Erzählen kann man von denen, aber anfassen, da hört's dann auf. Ha! Abwegig ist das nicht, dass Thorwaler sich an unsere Ufer trauen könnten. Ihre alte Hetfrau Garhild ist tot und der neue Hetmann soll ungestüm und zornig sein. Am Fluss rechnet man schon wieder mit Überfällen. Dafür fürchten die Nordmänner viel zu sehr, dass der Flussvater ihre Schiffe verschlingt. Flussaufwärts segeln die nicht einmal in ihren Träumen. Ja, Filiaswans Geheimnis, ne? Ist hier das Add-on? Deswegen stehen die beiden hier wahrscheinlich. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Okay. Ja, also das mit diesem Zeug da, das ist... Beste Auswahl im ganzen Kosch. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Mein erweitertes Sortiment erfüllt fast jeden Kräuterwunsch. Dann ist vielleicht auch was für mich dabei. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur einmal Seife kaufen. Und mich einmal schnell hier waschen, quasi, mit einem Stück Seife auf der Straße. Gut. Dann erstmal bis hierher und nächstes Mal werden wir uns das hier anschauen mit diesem komischen Haus und der Nachtwache und vielleicht dann auch noch mit diesem Magierturm. Die haben hier anscheinend noch irgendwie ein bisschen questmäßig was wieder extra uns gegeben, damit wir mal irgendwas tun können. Ja? Und ich werde in der Zwischenzeit hier Geld ausgeben, Ausrüstung verbessern. Mann, eine Katze. Und vielleicht noch irgendwie Dinge lernen, irgendwelche Sonderfertigkeiten oder so. Gut, dann erstmal bis hierher und bis zum nächsten Mal. Unterstützung.